Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Und wir sind in der Virility-Fabrik und suchen erstmal den Tor zum Limbus, damit wir eine Succubus bekämpfen können. Damit wir den ganzen Wahnsinn hier... Musst du nur deinen Schritten zurück zur Mixanlage folgen. Sollte kein Problem sein. Vielleicht, ja. Aber die Dämonen können dich möglicherweise wahrnehmen, wenn du im Limbus bist, also pass auf. Und wenn ich die Mixanlage erreicht habe? Kannst du tief in die Fabrik hinabsteigen. Und mir einen Succubus töten. Ja. Ja, und müssen eben den Succubus töten, weil hier dieses komische Getränk, gehört so ein Oberdämon quasi, also es ist eine Fabrik von den Oberdämonen, der unseren Vater verbannt hat und unsere Mutter getötet hat. Und ja, wir sollen ein bisschen Ärger machen und ja, deswegen sind wir in der Fabrik und wollen erstmal hier den Strom abstellen. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt landen. In Ordnung, ich treffe dich auf der anderen Seite. Jetzt los. Ist aber noch in der normalen Welt, oder nicht? Ne, jetzt sind wir im Limbus. Dante? Hier unten. Ach, gut. Du hast recht. Hier im Limbus ist es größer. Was jetzt? Zurück zur Mixanlage. Wir treffen uns dort. So fett und dumm wie nie, trink Virility. Fett und dumm wie nie, trink. Ja, der war nicht schlecht, Dante. Der war nicht schlecht. Und dann wollen wir uns mal den Weg nach oben bahnen. Nichts leichter als das. Immer einen guten Spruch auf Lara, der gute Dante. Ist ja wie gemacht für diesen Job. Da. Scheiße, wie kommen wir denn da jetzt hin? Ah, okay. Falsch. Wo war das? Okay, jetzt können wir uns aussuchen, da oder da lang. Ich würde mal fast behaupten, wir gucken erstmal, was da drüben ist. Wo warst du? Wer? Ach, ihr, ja. Ja, euch habe ich ja auch schon wieder vermisst. Aber euch ist ja mittlerweile kurzer Prozess. Oh nein, nicht du schon wieder. So, erstmal. Wo ist der andere hin? Wo ist der? Hier ist doch noch irgendwo einer. Ach, da oben. Ist hinter uns noch irgendwas? Ich verstehe. Müssen wir wohl hier lang? Ach, sieh an, wir hätten eh hier lang gemusst, anscheinend. Na komm, geh auf. Ich verstehe nicht, wie man das machen soll. Ich glaube, man muss sterben. Sonst geht das doch gar nicht. Diese Tore öffnen und... Lass mich raten. Du bist ein Feuerritter. Höhenritter, ja. Wahrscheinlich kann ich dich... Wo lang geht's zur Mixanlage? Ja. Fragen wir doch einfach mal den Kundendienst, wo es hier zur Mixanlage geht. Und den muss ich garantiert mit der Axt hier besiegen. Das ist ja klar. Die Frost müssen wir mit Osiris besiegen. Da müssen wir die wahrscheinlich mit... Oh, wie heißt denn jetzt die gute Waffe schon wieder? Scheiße, habe ich schon wieder vergessen, wa? Ja, auf jeden Fall mit unserer Axt.
Ey, der will einfach nicht sterben, oder was? Jetzt zu euch beiden, Vollidioten. Tag, Alter. Kurzer Prozess. Oh, wo kommst du denn her? Oh nein, nicht du schon wieder. Du hast mir ja gerade noch gefehlt. Immer schön auf dem Rücken. Oder wie er sagen würde, oder um es wie Dante zu sagen, auf seinen fetten Arsch. Aber erstmal müssen wir hier die Kleinen platt machen. Die regen mich ja doch ein bisschen auf. Ja, Fettsack, ist okay. Ah, ein Schlüssel. Wie kommen wir denn da hin? Ach, ihr lebt ja auch noch, Mensch. Schon gefragt, was ich hier noch bekämpfen muss. Mann, jetzt reicht's hier mit euch. Immer das Gleiche. Mann, ich ziehe euch doch schon ran. Und du auch weg und... Ciao und ciao. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht. So. Erstmal dich komisches Mistvieh kaputt machen. Und gucken, wie wir da reinkommen. Das war ja schon fast zu einfach. Diese Schlüssel zu sammeln. Ah, ich dachte, den haben sie ein bisschen stärker versteckt. Aber naja, was soll's. Mir egal. Gucken wir mal, wo hier das nächste Fachpersonal ist. Ich finde hier nämlich nicht mehr weiter, Kumpels. Oh, guck mal, da können wir aufleveln. Poison. So, Verbesserung. Zwei Verbesserungen haben wir. Osiris haben wir eigentlich schon. Ach, genau, der Arbiter. Ach, hier Urteil, das können wir eigentlich mal verbessern. Und Beam können wir auch verbessern, das benutzen wir ja doch relativ häufig. In der Luft benutzen wir das ja fast nie, ne? So. Gegenstände haben wir eigentlich mega viel. Erhöht maximale Gesundheit. Können wir das einfach so kaufen? Ach so! Ja, das ist natürlich praktisch, das hätte man mir mal vorher sagen müssen. Ah, kauf mal lieber auch nochmal eine goldene Kugel, bevor, falls wir sterben sollten. Ach Quatsch, wir sterben nicht. Wir sind ja bisher, glaube ich, nur zweimal gestorben in diesem Let's Play. Und gucken wir erstmal weiter. Stupid. Poison. Stupidy. Oh, wo geht's denn hier lang? Ist keiner mehr da, oder was? Oh Mann! Okay, das sollte ich so schnell wie möglich zerstören. Junge, die haben ja aber auch tonnenweise von diesem Mistzeug. Oh, hier geht's gar nicht mehr weiter. Weißt du, was mich wundert? Ich habe noch keinen einzigen Dämon gefunden. Also verlorene Seele. Ah, guck mal. Das sieht doch... Oh, nee. Schnauze, Mann! Verrecke! Hier haben wir auch noch was. Zack! So, weiter geht's mit dem Geschäft. Ah ja, so kann man es natürlich auch anziehen. Ah, guck mal! Von dir habe ich doch gesprochen. Schon lange nicht mehr gesehen. So, wo kommen wir denn jetzt hier weiter? Da? Ah, ne, das sieht hier, glaube ich, ein bisschen besser aus. Oh, meine Fresse. Und tschüss, Mann! So, fliegen, schwingen, hoch da. Schön abgerollt. Oh nein! Das war zu weit.
Okay, das schaffe ich sogar so. Wir haben ja auch so einen kleinen Schuh, habe ich ganz vergessen. So, dann komm mal her hier. Konsumiert das. Ja, wie sie schon gesagt haben, wenn einer oft genug das ins Ohr setzt, dann glaubt man auch irgendwann den Schwachsinn. Haut rein, ihr Mistspinnen. Tipp für Fortschrittene, Ausweichende. Das im Dämonenmodus ist Dante gegen Bodeninferno des Höllenfeuers immun. Junge, was für ein Dämonenmodus? Ach, den hier wahrscheinlich. Alter Scheiße. Jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt hat er seinen eigenen Kumpel eingefroren. Ist das nicht nett? So, aber den einen haben wir schon mal besiegt. Und jetzt... Na toll. Zu dir, mein Freund. Zack, Alter. Das war doch mal sehr schön. Dann gucken wir mal, wo der ganze Scheiß hier hinkommt. Wer das hier produziert, diese scheiß Succubus. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Wir scheinen auf jeden Fall näher zu kommen. Ja, das war ja klar. Das Fachpersonal. Ein sehr netter Empfang. Könnt ihr mir bitte sagen, wo es hier zur Succubus geht? Ich muss euch mal aufhalten. Ich muss euren Job leider kündigen. So, du machst auch noch einen Abgang. Oh nein, nicht hier schon wieder. Und jetzt aber hier ganz schön was los. Müssen wir erstmal ein bisschen frei schnetzeln. Jetzt reicht's mir hier mit euch. Geht mir richtig auf den Sack. Oh nein, du hast mir noch gefehlt, ey. Her, ihr Kumpel. Kriegt erstmal gleich die richtige Breitseite. So. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Na, kriegst du mich nicht? Schlitz, Mann. Oh, Mann! Das war ja richtig knapp. Tipp für Fortgeschrittene. Viele Gegner können miteinander auf ihren Angriffen Einfluss nehmen. Ja, das haben wir ja schon vorhin gesehen. Komm, Kumpel, frier mal ein. Oh nein, das war nicht gut. Jetzt wird's eng. Obwohl. Ach ja, verdammt falsch. Dich mache ich kurz und klein. Dich zerhacke ich richtig in der Luft, Mann. Fuck you, Dante. Nee, finde ich jetzt nicht so. Oh Mann. Oh Mann. Verdammt. Oh, ist doch nicht wahr. Ich hätte mir doch so einen Teil kaufen sollen. So einen goldenen Kopf. Man sollte lieber immer einen auf Vorrat haben. Naja, dann gehen wir mal mit einem Game Over aus dem Spiel. Ich verabschiede mich von diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ich bin euer Doom. Und it's on.